Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus mit Amoluka zusammen. Welcome to Nova. Das wird eine richtig harte Runde. Shit. Gar nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Was wir hier haben. Wir haben die Wüstenpilger. Wir könnten entweder einen Riesen Green Devil machen oder eine große Priesterin. Das Fett. Das Fett. Wir machen den Yuzora-Start. Pass auf. Mal gucken. Also die Gegner sind auf jeden Fall richtig fett. Die sind vom Rang her übelst stark. Aber kein Problem. Kriegen wir hin. Der Green Devil im Großen ist auf jeden Fall fett. Okay, eine Blume. Ah, die Schnecke kriegt Kacke. Green Devil ist auf jeden Fall eine starke Verteidigung. Die Priesterin auch, aber ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Mana-Regeneration, um die so richtig reinzukriegen. Ich baue erstmal einen Gargoyle in den Split rein. Gute Einheiten auch für den Split. Wanderer noch dabei. Ist schon strong. Ja, aber die Gegner sind wirklich fett. Ja, Yuzora. Haben wir eine Schnecke mit raus. Wird wahrscheinlich dann noch eine zweite platzieren. Weil es der Green Devil, der Gargoyle natürlich ein bisschen weit zu vorne steht. Aber das kriegt man hin. Gar kein Problem. Okay, Setzling hat er gebaut und die Blume. Eine Honigblume aber. Hat auf jeden Fall eine Menge Flächenschaden. Kann ruhig noch Worker gehen. Ich habe gute Tanks stehen. Ein Kleiner mit 8 Leben. Das ist alles extra Geld für uns. Aber die sind jetzt schon voraus. Das ist verrückt. Und diesmal habe ich aber einen Robo rein, weil die Turtle nicht so viel bringt. Erstmal so einen kleinen Piraten. Großauren haben wir jetzt nicht. Zur Not könnte ich den auch wieder verkaufen später. Dass wir dann nur sie vorne haben. Das geht.
Jetzt hat er einen Albtraum hingestellt. Eine wilde Mischung auf jeden Fall. Die Blumen habe ich down gekriegt. Aber das war's. So, erst durchgekommen. Hier ist nur Kleinkram, das ist sehr gut. Für Fiesta optimal. Ja, das ist die Hauptsache. Die Banker müssen down gehen. So, wir könnten jetzt natürlich den Green Devil machen, aber... Wir machen den Kettenheal. Kettenheal ist sehr gut. Dann haben wir schon den ersten Wüstenpilger stehen, damit wir dann Yuzora groß machen können. Es kann sein, dass ich das nicht halte. Oh, ich kann locker pushen auf jeden Fall. Heal dich hoch. Ja, wenigstens ein bisschen. Heal dich hoch. Ja. Wird eng. Ja, dann hol ich noch locker. Krass. Da konnte ich mir so einen leisten. So, platzieren wir hier noch einen. Und dann schicken wir nächste Runde was ordentliches rein. Das ist ihnen egal. Ein bisschen Stich wäre nicht schlecht. Stichschaden mit reinpacke. Ein Mimik zum Beispiel. Mimik ist gut. Also ich weiß es gerade ganz sicher nicht. Ich frage lieber mal nach. Yuzora ohne Split oder mit? Weil am Ende kann ich den Gargoyle sowieso verkaufen. Okay. Aber der muss trotzdem weg. Den Weg rein. Locker können wir noch pushen. So. Der wird aufgewertet. Da kann ich noch einen hinstellen. Wie gesagt, da muss ich den einen wieder verkaufen. Sollte ordentlich reinhauen. Der Mimik ist schon stark. 200 auf jeden Fall kriegt er geschickt. Ich greife ein bisschen Kohle ab, wenn der Mimik was killt. Blume down, 3 Gold. Nochmal 3 Gold. Nochmal 3 Gold. Ja, durchkomme ich nicht. Aber ich habe es gut reduziert. Wie die Teile. So. Natürlich können wir noch einen Worker bauen. Okay. Kann man sogar noch einen holen. Unhold habe ich noch schnell reingekriegt, aber den Dino nicht. Brauche ich 190, das heißt, ich werte den Gargoyle hier drüben auf und setze einfach noch einen hin und kann danach immer noch hier einen Wanderer platzieren. Kriege ich nicht mehr zusammen, Junge. Muss eine Turtle rein.
Ja, der hat relativ viel gebaut. Fertig. Sehr gut. Das machen wir auch gleich. Wir können hier gleich einen Wanderer reinknallen. Oder auch zwei. Wir machen zwei. Ja. King aufwerten. Ja, ist so richtig einen fetten Schaden für ihn habe ich jetzt noch nicht so, ne? Scheiße, es kam nicht mehr raus. Egal, neue Autosend. Hat noch Mimik reingeknallt. Ah, es sieht nicht gut aus. Der Wanderer haut noch mal rein. Heal! Na, das schaffe ich auch nicht. Was könnten wir hier gut gebrauchen? Oh, Nimbus. Hexen sind, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, wir können jetzt davon einen aufbauen. Ja, theoretisch können wir noch einen platzieren, ne? So eine Dreier. So eine Dreierreihe. Okay, da werden wir noch ein bisschen auf. Bis 50 plus, aber ist nicht so wild. Okay, jetzt warten wir bis zur 12. Und dann hauen wir rein. Magischen Schaden mitschicken. Und der Rest wird allein erledigt. Den Drachen hat er schon verkackt. Das habe ich. Nein, das habe ich ärgerlich. Das ist ärgerlich. Oh, scheiße. Das hat mich 25 Piepen gekostet. So ein Shit. Könnten einen schon aufwerten. Macht Riesenschnecken Sinn? Ja. Es macht Sinn. Damit der Nimbus nicht so hochstecken kann, macht das schon Sinn. Ich muss trotzdem magischen Schaden reinschicken. Damit die Blume down geht. Auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Ja, wir schicken was rein. Packleader sollte gut sein. Mach die auf jeden Fall down und dann schicke ich noch Robo rein. Das ist ein guter Plan. Drüben noch ein Wanderer. Naja. Doch kein Robo. Dann lieber zwei Riesenschnecken. Aber er hat auch nur die Blume, so. Ist zwar aufgewertet, aber soll trotzdem down gehen. Relativ flott. 460. Das ist brutal. Gerade mal 200.
Ich komme nicht mal durch. Kacke. Ja, die sind uns ein bisschen voraus. Aber durch meine Burg komme ich im Late Game erst so richtig in Fahrt. Was soll denn die Fresse hier rechts? Gar nicht so einfach. Könnten King upgraden, aber ich glaube, das macht nicht großartig Sinn. Ist halt schwierig, weil er geht irgendwie nicht down, die Blume muss down und die. Ja, wir können es probieren. Lass ich mal schauen, der Nimbus. Hat viele von den Quallen. Weiß ich nicht. Ist gar nicht so einfach. Die beiden werden auf jeden Fall abgegradet. Ich könnte jetzt einfach hier noch eine Illusion reinstellen in die Ecke. Und dann wird hier auf jeden Fall immer groß gemacht. Aber was können wir denn da reinhauen, Mensch? Man hat die beiden als Fernkämpfer, die beiden und den Nimbus. Belagerungsmaschine. Stichschaden schon nicht schlecht, ne? Lass mich mal gucken. Es hat noch zwei Leviathane. Ja, Riesenschnecke sind gut. Dafür haben sie doch geholt. Dann muss ich die auch benutzen. Aber weiß auch nicht, ob das mit Belagerungsmaschine besser gewesen wäre. Weil der Nimbus, der lasert die schon weg. Jetzt haben wir sehr viel magischen Schaden. Hier noch, ich könnte hier noch eine Priesterin hinstellen, ne? Ich glaube, das Healing ist besser. Jetzt kann ich immer noch eine Priesterin hinstellen. So. So ungefähr. Mehr geht nicht. Das ist die Belagerungsmaschine, die ich eigentlich auch schicken wollte. Aber ich komme durch. Die sind beide durch. Und ich schaff's aber nicht. Unser King ist zu schwach. Das war's. Schade, schade, schade. Aber es waren auch echt. Oh. 8%. Ach du Kacke. Holy shit. Das hätten wir fast noch gewonnen. Holy shit. Wirklich super knapp. Krass. Aber die waren schon richtig gut, muss man sagen. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wie immer. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.